Ey. Artig. Mann, ist es voll hier. Start nicht so einfältig. Wir haben Zahngäste im Haus. Willkommen, willkommen. Ah, die Herrschaften interessieren sich für die Spezialität des Hauses. Sobald sie davon gekostet haben, fühlen sich frisch und erholt. Es hat aber auch seinen Preis. 40 Taler. Zu teuer. Vielleicht besinnen Sie sich ja noch eines anderen. Gekommen, gekommen. Das Beste doch gerade genug. Gut genug für Sie sein, edle Reisende. Kenne doch seine Visage. Aber je bitte. Ich glaube kaum, dass wir uns schon einmal begegnet sind, werter Herr. Sie haben recht, Leutnant. Herr Weißer, bemerkt Sie die Ähnlichkeit zu anderen Wirten auch. Ha! Dann müssen Sie meine Brüder kennen. Als Vater starb, machte er mir die Schenke. Meine Zwillingsbrüder machten sich auf und nahmen sich vor, in der Ferne ihre eigenen Wirtschaften zu betreiben. Wie viele Zwillingsbrüder haben Sie eigentlich, guter Mann? Viele, viele, viele. Sie sind praktisch überall. Suche Dr. Fran, den Doktor. Wir reden nicht gern über ihn. Sein Schloss steht im Osten. Nee, sage ich nicht. Empfehle mich. Österreich, im Wald geht der Wolfsmann um. Stille! Sollen wir uns die Leiste denn für einen Haufen Aberglaubens dahinter vergreifen? Ich sage, wie es ist. Im Baldhaus ein Schreckenshaus, eine Schreckensgestalt. Ein Wesen, halb Mann, halb Wolf. Ich habe es selbst gesehen. Ein widerliches Wetter, nicht? Neuer Gast? Oh. Du sollst doch nicht während der Schrankstunden kommen, Igor. Was? Fuck. Warte. Das Paket! Nein, warte, ich muss mir noch. Das Paket für den Meister! Nicht so laut! Paket, Paket! Der Meister braucht sein Paket! Ja, doch. Da hast du es! Und jetzt verschwinde! Der Meister! Er wartet schon! Ich komme, Meister! Folge ihm! Wer war denn das? Hatte mal ein Packknecht, ähnlichen Zuschnitts. Inzest auf zwei Beinen, aber treue Seele. Inzest auf zwei Beinen. Ja, wir kommen doch mit den Ballon geschäbt, richtig? Das wohl, junger Mann. Aber sie scheinen davon nicht sonderlich beeindruckt zu sein. Wir sehen hier manchmal noch andere Dinge. Ganz andere Dinge. Im Osten. Ach, das sieht mehr aus wie ein Fenster, als wie ein Bild, das wie ein Fenster. Was für ein grässliches Szenario. Wie kann man sich so etwas nur ins Haus hängen? Hier stimmt doch etwas nicht. Ich glaube... Ach, es ist nichts. Lass uns weitergehen. Es ist doch ein Bild. Ich dachte, das ist ein Fenster. Da ist ein Bild. Wo sind denn die Fenster in diesem Haus? Oh, ich höre Fremde. Ich hab die nicht zu suchen. Oh, Knoblauch. Oho. Der typische Geruch von Allium Sativum. Gesundheit. Knoblauch, mein lieber Leutnant. Ganz ordinär Knoblauch. Eine Kerze. Aufwärts! So. Grünzeug, gehorcht nicht mehr auf Befehl. Wechsel nicht mehr auf Befehl, aber keinen Sinn dafür. Ah, Blumen. Sie verleihen auch dem düstersten Raum noch Frische und Leben. Hä. Probiert mal die Spezialität des Hauses. Nach so einer Pfanne fühlt man sich gleich frisch und gestärkt. Es scheint hier einige Spannungen zwischen Ihnen und dem Doktor zu geben. Wir haben ein ganz einfaches Abkommen mit dem Doktor geschlossen. Er verzichtet auf seine previous Tripen und wir zünden seine Burg nicht mehr an. Aha. Jetzt klingt aber mehr nach Waffenstillstand als nach Nachbarschaft. Weil wir zu sagen, Herr Reisender. Schnaps vertreibt die Kälte. Hallo. Nochmal herzlich willkommen. Hab euch ja schon draußen am Hügel bei Fackellicht und Heugabelgeschwenke gesehen. Fackeln und Heugabeln? Ist Ihre übliche Begrüßung für Reisende? Wir haben hier eine lokale Tradition der spontanen Mobbildung. Die nehmen wir immer noch sehr ernst. Hoffentlich. Holt sich Svetlana keinen Schnupfen.
Sie wartet schon seit Stunden auf jedes Lücke aus dem Wald. Er ist ihr einziger Sohn. Und warum hilft ihr dann keiner? Sie kommen offenbar von weit her. Hier laufen die Dinge etwas anders. Ganz etwas anders. So. Osten, Schloss, Friedhof. Im Westen, Süden, Wolfswald. Hier, das Dorf. So. Gehen wir mal... Wo gehen wir hin? Wolfswald? Ich will zuerst zum Wolfswald oder zum Westen? Also nach Süden oder nach Westen? Muss ich hier entlang, lang? Nein, ich muss zuerst nach unten. Doch, ich muss zuerst nach Westen. So, Friedhof. Wir sehen es nicht gern, wenn sich Fremde auf unserem Friedhof umtreiben. Nicht seit den Vorfällen. Vorfälle? Er macht mich als regelrecht neugierig. Das ist eine ausschließliche Angelegenheit zwischen uns und dem Doktor. Sagen Sie bloß, Sie glauben diesen Lügenmärchen, die man über Doktor auf Frankenstein verbreitet hat? Wir nennen ihn hier nur den Doktor. Und ja, ich glaube nicht nur die Geschichten, ich bin selbst Zeuge davon geworden. Wovon spricht dieser Mann, Lustprofessor? Das ist alles viel zu lächerlich, um es überhaupt nur zu erwähnen, Teuerste. Ein Doktor Frankenstein. Der Doktor. Aha. Er würde so etwas niemals tun. Nicht schon wieder. Also gibt es doch etwas zu erzählen. Na. Achso, er will doch nichts sagen. Hier haben die Bukowskis ihre letzte Ruhe gefunden. Ein Familiengrab. Wie traurig. Wurde eine nach dem anderen oder alle zusammen reingeworfen? Ludmila Begosi. Aha, Grab scheint frisch ausgehoben zu sein. Da kommt wohl jemand hinein. So ist es anzunehmen. Oder hinaus. Klar. Ah, diesmal steht hier keine Frau an der Klippe. Das heißt, es gibt für Leute dann hier nichts zu tun. So, da ist der Süden in den Wald des Grauens. Das Ding kann super jetzt laufen. Armes Ding, bist du aus deinem Nest gefallen? Geh jetzt der Mauer zurück. Lasse der Natur ihren Lauf. Schwierige Frage. Lassen Sie mich mit Ihren groben Händen, sonst wissen Sie den Piepmatz noch. Nein, goldig. Das Küken sitzt wieder im Nest. Was für eine Tat. Oh, schade. Ich hatte gehofft, es könnte Erfahrung bringen, vielleicht. So. Laufen wir mal durch ein Wäldchen. Durchs Wäldchen. Ein Kistchen, komme ich da ranchen, scheinbar nichtchen. Hier kann er drüber laufen, hier nicht. Wo ist der Sinn? Hä, da kann er drüber hüpfen. Nein, doch nicht. Guck. Kommen nicht an. Dann suchen sie sich nach einer Art Verlängerung. Muss denn alles alleine machen? Eine Art Lasso sollte recht einfach sein, das Fass zu bergen. Dum. Ich habe aber kein Lasso. Oh, ein Bär. Scheint jemand diese Brücke als ein Revier zu betrachten. Oho. Ein beeindruckender Vertreter von Ursus Arctos. Diese Spezies. Später, Herr Professor. Attacke! Vielleicht hätte ich vorher sprechen sollen. Nun, guck mal, er zeigt auf mich. Dieser Bär ist... Warte, ich habe eine Idee. Faustschlag! Angriff! Burn. Guck mal, der Bär ist. Doch nicht ganz doppelt so groß wie der Kerl. Zack, in your face. Jetzt knurrt er auch noch. Da hat er Feuer. Oh, das war's? Wow. Ich hätte mehr von den Bären erwartet. Schwinger gelernt. Da kann er gleich in den Club gehen. Flammenlinie gelernt. Klingt wie eine Flächenattacke. So, aber er kann hier sogar hüpfen. Hopp. Hüpfe er wie ein Frosch, wie ein Hase, wie ein hüpfender Froschhase.
ein abgestellter Transportkarten. Er sieht noch recht neu aus. Das heißt, er ist irgendwo hier verschwunden. Der Föhrchen, oder wie auch immer der Kerl hieß. So. Der Weg hoch zum Schloss der Aldeins. Aldeines. Oh, Wölfe. Und da oben ist der Werwolf. Oder einfach nur ein großer Wolf. Oh, guck mal, gleich drei auf einmal. Alle Wetter, das sind ja Prachtexemplare. Ist jetzt nicht die richtige Zeit für Zoologie, Professor? Für Bildung und Wissenschaft ist immer Zeit, teuerste. Canis Lupus, der gemeine Wolf, ist ein friedfertiger, etwas scheuer Geselle, der den Menschen meidet. So wie diese hier, hm? Nun, wenn der Wolf Hunger verspürt, wird er natürlich zur reißenden Bestie. Ja, furchtsame Gemüter lassen sich oft durch sein Geheul beeindrucken. Genug Palawat. Attacke! Attacke! Guck mal, machen wir einen Zwinger, der auf alle Gegner zielt. Hat sie auch eine Attacke, die auf alle Gegner zielt? Ja, nee, die hat nur eine Attacke, die auf alle eigenen Leute zielt. Heilen wir den Professor. Wow, Marc hat auch schon eigentlich sein Leben verloren. Ein feuchtiger Angriff auf alle Gegner. Bam! 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 Welche Magie benutzt er denn? Wow. Das macht. Der Wolf leckt die Wunden seines Mitstreiters. Eleonore heilt heißen. Der Wolf greift an. Der Wolf brüllt. Der Makwitz weicht aus. Wow, alle weichen aus. Der Wolf greift an. Der Makwitz greift auch an. Der Eleonore greift an. Der heißen heißt. Nicht umsonst heiß. Er benutzt heiße Attacken. Egal wie viel hier rumgeleckt wird. Burn, burn, burn. Oh, guck mal, da stirbt schon einer. Ah, und die anderen beiden wurden geheilt. Ah, das ist das Ende. Das Ende. Alles aus und vorbei. Oh, es lebt noch. Und jetzt nicht mehr. Ja, so endet eine Ära. Oh, Macht. Der die O-Macht gelernt. Der die O-Macht. Heul nur, Bestie! Urteilen Sie nicht zu streng mit der armen Kreatur. Sie füllt einen wichtigen Platz in der Natur aus. Das ist am Zerreißen von Tieren schon wichtig. Hoho, verehrtes, geben dem Leutnant einmal recht. Ich wusste, dass Sie prächtig harmonieren werden. Oh, ja. Komm mal irgendwie hoch? Nee, hier, hier wird nicht. Kommst du gerade irgendwo drunter? Ich würde gerne in den Wasserfall. Oder dahinter, oder davor, oder dazwischen. Einfach rein. Raus. Wenn wir ganz leise sind, ist es vielleicht gar nicht nötig. Oh, Docke! War das leise genug? Bär erscheint. Warte mal. Machen wir lieber. Poster in your face. Was macht Ohnmacht denn? Meckt einen Gefährten. Ach so. Ach, beenden. Meckt einen Gefährten wieder auf und gibt 10 HP. Ach, geil. Solange sie am Leben bleibt, kann ich alle anderen wiederbeleben und. Wow, das ist ein mächtiger Heiler. Oder Heilerin. Ein mächtiges Heilerin. Schlaf, Feuer. Wird jetzt noch ein Weg erlernt, MP dazu zu. Den Leuten MP zu geben. Brauche ich überhaupt keine Items mehr. Markwitz setzt die Fäuste ein. Jetzt knurrt er auch noch. Da hat er! Also das ist echt ein squishy little thing. It dies so fast. Spring, spring. Oh, da ist es. Da will ich sein. Das sieht lecker aus. Alle Wetter. Wen haben wir denn hier? Wer spürt keinen Bedarf nach historischer Vorlesung, Herr Professor? Wie kann man der Welt nur mit einer derartigen Ignoranz begegnen? Sind Sie eigentlich nie neugierig? Oh, dieser Fund dürfte selbst das Interesse unseres Herrn Leutnants wecken. Da liegt ein Krieger. Ach, klingt ja prächtig. Seit alters her ist dieser Teil der Welt bestimmt von Kampf und Krieg. Krieg und Heldentum.
Also jetzt mag ich das eigentlich nicht mehr hören. Gnädigste müssten die Dinge mehr Neugier entgegenbringen. Der Herr dieser in Stein gehauenen Gruft scheint einer der Streiter aus den Türkenkriegen zu sein. Da steht doch euer Name auf dem Prunkschild. Vlad T. Der Rest ist nicht mehr zu entziffern. Schild kommt der Weger rufen. Mein lieber Leutnant, ich werde nichts angerührt. Der Fund bleibt wie er ist. Babalapam, Schild kommt mit. Du nimmst einen schweren Schild. Grabungslauber-Rabauke! Ja, sonst hätte ich das Ganze. Ich empfinde ihr Verhalten als empörend, Leutnant. Das wäre Verschwendung, es hier liegen zu lassen. Ich kriege doch kein Geld dafür, dass ich das hier zünde es an. Ah, I'm proud of you. So, jetzt gehen wir wieder. Obwohl, können wir nochmal, gibt's eine. Ich empfinde ihr Verhalten als höchst nicht sehr gut. So, Ausrüstung. Du kriegst. Ein schweres Schild. Wow, das ist echt Hammer. Schutz plus 1. Hammer, kann es sein, dass... Wow, sie kann ein blaues Schild tragen. Das hätte ich nicht von dem Weib erwartet. Du warst doch keine Verschwendung, das zu kaufen. Schade, ich hätte gehofft, es würde Verschwendung sein. Oh, da komme ich nicht durch. Da kann er auch nicht hochspringen. Egal, wie oft ich Enter klicke. So, kann man hier nach rechts? Tatsächlich. Ich habe mich ja bald total verlaufen. Und nach unten kann man hier. Und, oh, guck mal, Rasen. Vielleicht erscheinen wilde Pokémon. Oh, es ist ein wildes Pokémon erschienen. Ein wildes Wolf erscheint. Und noch eins, und noch eins. Guck mal, das sind drei Pokémon kam. Ich setze von Magwitz ein. Von Magwitz. Benutzt Faustschlag. Nein, warte, das macht keinen Sinn. Von Magwitz benutzt Schwinger. Von Eleonore benutzt kein Schwinger und heißen, aber nicht so heißen. Dorian ist hinter mich.